Astrologe, hat Religionswissenschaften plus Geschichte der Astrologie studiert. Till Ahrens, willkommen. Es gibt für mich einen Unterschied zwischen seriöser Astrologie und das, was wir hier gehört haben. Und das finde ich unglaublich traurig, dass es sowas offensichtlich immer noch gibt. Seriöse Astrologie hat gewisse Tabus. Dass man nicht solche Dinge vorhersagt, ist ganz entscheidend. Astrologie bezieht sich nicht ausschließlich auf Prognosen. Es geht darum, dass wir dazulernen, dass wir eine Entwicklung innerhalb dieses Lebens durchlaufen müssen, dass wir das Bestmögliche aus unserem Leben machen können. Und da soll die Astrologie uns helfen, wirklich das zu erreichen. Glücklich zu werden, zufrieden zu werden. Aber Sie sagen doch selber, ich denke genauso wie Frau Collin, das Leben eines Menschen besteht aus Gutem und Negativem. Selbstverständlich. Sie sehen das beides in den Karten wie in den Sternen und Sie sagen es auch beides voraus. Nein, das stimmt so nicht ganz. Nicht den Tod, aber wie weit gehen Sie? Es geht darum, ich betreibe ja Astrologie und verbinde das mit buddhistischen Lebensweisheiten. Ganz an sich mit dem Buddhismus. Und das bedeutet, dass wir ein gewisses Karma mit in dieses Leben hineinbringen. Und das hat, da gibt es positive Aspekte, wo wir schon viel entwickelt haben, und negative. Und das kann man natürlich mit in die Beratung hineinnehmen. Also Sie machen im Grunde eine psychologische Beratung des Charakters Ihres Klienten? Nein, nicht nur. Es geht natürlich auch konkret, wenn jemand die Frage hat, in welche Lebensrichtung soll ich gehen? Eine Berufswahl, zum Beispiel eine junge Studentin, die sich nicht entscheiden kann, dann geht die Analyse ganz klar darauf hin, um sie dazu zu bringen, in sich selbst zu erkennen, wo geht es in meinem Leben hin? Das ist das Entscheidende. Sie gucken nicht in die Zukunft? Doch, natürlich. Aber es gibt aber doch gute und negative Aspekte. Nein, wir haben ganz viel Einfluss. Es ist nicht so, dass alles von vornherein... Wie weit gehen Sie? Was sagen Sie voraus und was nicht? Ich sage, habe viele berufliche Veränderungen vorhergesagt. Ich meine im Negativen? Im Negativen. Krankheit? Nein. Krankheit ist abwendbar. Ich betreibe zum Beispiel auch medizinische Astrologie. Das heißt, man guckt sich das Horoskop an, analysiert es, findet die Ursache und gibt Ratschläge, wie derjenige seine Disbalance oder was auch immer. Das ist aber jetzt wieder etwas, was schon existiert bei einem Patienten sozusagen. Aber wenn Sie in die Zukunft schauen, da gibt es wie in jedem Leben positive und negative Dinge. Und die negativen sagen Sie dann nicht? Nein. Es sei denn, es gibt wirklich einen triftigen Grund dafür, dass der Klient diese Information für seine individuelle Entwicklung haben möchte. Aber ich sage keine grundlegenden negativen Sachen. Wie erklären denn jetzt eigentlich die Astrologen, die Kartenleger, ihre Fähigkeiten? Wie sie aus den Karten das Schicksal eines Menschen lesen können oder aus den Sternen? Und wir haben uns ein kleines Experiment gegönnt und das würde ich dann auch gerne von Ihnen beurteilen lassen, aber auch von Ihnen beiden, nämlich meine Kollegin Jessica. Die hat gesagt, ich gehe jetzt mal zu 6 verschiedenen Meistern ihres Fachs, I Ching, Handlesen, Kartenlegen, Astrologie und so weiter und ich sage nichts von mir und die sollen meine Zukunft sagen, meine Persönlichkeit charakterisieren und das vergleiche ich dann hinterher. Und das ist dabei rausgekommen. Meine Kollegin Jessica Hermenau wollte es ganz genau wissen und ließ sich aus der Hand lesen, die Karten legen und die Sterne deuten. Außerdem befragte sie einen I Ching-Meister mit zum Teil überraschenden Antworten. Das sind wunderschöne Wege, die auf sie zukommen und sie werden es schaffen, oben zu bleiben. Das ist, dass man jede Kuh so gut pflegt, wie viel Liter Milch sie bringen soll. Also je mehr ich von der Kuh haben möchte, desto mehr muss ich hineintun. Festigung der Gefühle zu hohen Ehren kommen wie eine Beförderung. Ich denke, dass Sie spätestens Ende des Jahres auf eine Beförderung hoffen können. Ein großes A. Das heißt, dass etwas Schönes auf Sie zukommt mit dem Ausland. Dann liegt hier eine Fernreise. Es kann aber auch sein, dass die erst im nächsten Jahr ist. Es kann passieren, dir wird dein Portemonnaie geklaut und mit allen, verstehst du, und dein Geld ist weg und du verstehst, du musst auf Kosten der Botschaft zurück oder was. Ihre Liebeslinie geht bis hier oben hin. Ja. Und wenn man sagt, sie werden mit ihrem Herzen glücklicher, als sie sich vorstellen können, dann ist da keine Trennung. In der Mitte der Erde ist ein Berg. Und Berge drücken immer was fundamentale Ruhe aus. Lieben die Unabhängigkeit und suchen
aufregende Beziehung. Das heißt ja nicht, dass er sie verlässt. Es kann ja auch sein, dass sie nach ein, zwei Jahren sagen, du hast mir zu lahm, Punkt, Punkt. Und ich mach mein Ding alleine. Und kannst du auch sehen, ob wir unser Leben lang miteinander zusammenbleiben werden? Das kommt auf deine Mitarbeit an. Denkst du, dass man dir das irgendwie ansehen konnte? Also das zum was ja immer heißt ja immer Empathie, also der Kartenleger, das immer versetzt sich in die Mimik und in diese Person hinein und du verrätst im Grunde schon vieles. Das glaube ich schon. Also ich glaube schon gerade am Anfang war es so, man konnte, glaube ich, sehr viel aus meinem Gesicht lesen, weil ich war auch ängstlich, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe damit nichts zu tun gehabt vorher. Es hat mich immer interessiert und es kam schon einige Sachen, da war ich wirklich baff und ich glaube, das konnte man mir ansehen. Aber gab es trotzdem was, wo du sagst, ups, also das hätte er eigentlich oder sie nicht wissen können? Muss nicht sagen, was. Es gab was, mich fasziniert, bei Herrn Ahrens beispielsweise, der hat mir genau meine Examensphase gesagt, also in der Vergangenheit. Meinte, da hattest du wirklich eine sehr schwere Phase, hat mir genau gesagt, wann die vorbei waren und hat auch gesagt, wann ich in dieser Firma angefangen habe zu arbeiten. Mhm. Und das konnte er nicht wissen, das habe ich ihm nicht gesagt. Mhm. Wie kommt die Zukunft in die Sterne und wie kommt auch vor allem mein ganzer Charakter ins Sternbild? Ja. Also dieses Sternbild dann auch zu mir. Bevor wir darauf eingehen, möchte ich gerne noch sagen zu Herrn Lucadou, dass ich unzählige Prognosen sogar auf den Monat, manchmal sogar auf die Woche genau erstellt habe, wo Sie können da meine Klienten gerne interviewen, wenn Sie da mal Interesse haben an empirischen Studien oder so. Was sagen Sie, wie viel Prozent Trefferquote haben Sie? Ich würde sogar einfach behaupten, hier 99%. Ja. Und Sie, also, Frau Kolin? 80. Stimmt. 80? Also, 99. Das sind Entschuldigung, das sagen die beiden. 100 Horoskopen, 99. Aber jetzt vielleicht erklären Sie uns mal kurz. Also wenn ich geboren werde, ja. Also ist jetzt ein Weilchen her bei mir. Ja. Da ist also zu meiner Geburtsminute und Sekunde bin ich in München geboren. Ja. Da steht also bestimmte Sterne und da geht was auf und so. Und wie? Wie bestimmt das jetzt meinen Charakter? Dazu muss man als erstes sagen, wir haben keine wissenschaftliche Erklärung, warum Astrologie funktioniert. Die wird es auch niemals geben, weil Astrologie ist etwas, das entzieht sich vollkommen dieser Welt. Es ist etwas, was, also wir haben in der Bibel zum Beispiel, wo wir auch einen Theologen hier haben, unzählige Stellen, die auf Astrologie hinweisen, wie Moses 1,14 zum Beispiel, wo er sagt... Ja, heute ist ja in Indien, ist das ja immer noch unglaublich verbreitet. Und so weiter. Mhm. Unzählige Päpste haben ja Astrologie betrieben. Selbst zum Beispiel war es Papst Paul der Fünfte, der hat sich alles... Und wir haben also so eine ganz lange Geschichte und so weiter. Ja, aber dennoch, Sie sagen, wir wissen es nicht. Wie kommt die Zukunft in die Sterne? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir haben die ersten Anzeichen ungefähr 4.000 bis 5.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung in Mesopotamien von den Sumerern und Babyloniern, wo wir den Tierkreis schon entdeckt haben. Und dann ist die Astrologie immer weiter entwickelt worden durch Beobachtungen. Es haben Menschen sich den Himmel angeguckt und haben deutliche Zusammenhänge entdeckt. Das ist dann im Griechenland, ist es weiter ausgearbeitet worden. Wir haben dann eine richtige Hochphase gehabt im alten Griechenland. Dann später die christlichen Astrologen und so weiter. Aber beispielsweise Kaiserschnitt. Ja. Das habe ich mich immer gefragt. Also Sie sagen ja, in dem Augenblick, wenn ich geboren werde, ersten Atemzug tue. Ja. Dann bestimmen die Sterne, was mit mir wird. Was ist denn, wenn Sie jetzt einen Kaiserschnitt haben? Dann ist auch der Moment des ersten Atemzugs der entscheidende. Und beraten Sie dann manchmal werdende Mütter, die einen Kaiserschnitt machen werden, dass vielleicht dieses oder jenes Datum besser wäre? Das ist eine gute Frage. Ich habe einen Fall gehabt, gerade letztens. Ich weiß nicht, ob ich den hier erzählen darf. Natürlich. Von Marlene Krüger. Kriege ich da ein Okay? Es ist zu spät. Da haben wir eine Geburt... haben wir darüber gesprochen, wann der richtige Zeitpunkt dafür... Marlene Krüger ist eine Astrologin, mit der Sie eng zusammenarbeiten. Genau. Marlene Krüger ist berühmt geworden, weil sie die Sturmflut von 1962 hier in Hamburg vorhergesagt hat. Das wusste Springer schon vorher. Und es ist durch alle Medien gegangen. Also eine fantastische astrologische Leistung. Und Sie haben also einen Kaiserschnitt, einen Termin astrologisch bestimmt? Ja, genau.